und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute zeigen wir euch mal wieder ein Karthago Reisemobil und zwar mal ein bisschen was Kompakteres. Wir stehen hier vor dem Karthago C-Tourer T142DB. Teilintegriert, 6,80 Meter kurz, also ein wirklich kompaktes Auto. Wir haben schon mal ein Video gedreht von dem vergleichbaren Modell aus dem Hause Malibu, der T410DB. Das verlinken wir euch nochmal oben in der Ecke, dann könnt ihr vielleicht nochmal gucken, wo auch da die Unterschiede sind. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach hier mal ans Auto und gucken mal, was wir hier zu bieten haben. Aufgebaut auf dem Fiat Ducato Leitchassis in diesem Fall. Also wir haben hier einen 3,5 Tonner, wie wir sehen können, 160 PS. Drin sehen wir gleich noch, was für ein Getriebe wir haben. Und hier haben wir die 16 Zoll Leichtmetallfelgen mit dazu bestellt. Karthago ist ja immer Benchmark in Sachen Stauraum. Auch hier haben wir natürlich trotz der Kürze des Fahrzeuges einen sehr, sehr großzügigen Stauraum ums ganze Fahrzeug rum. Also wir haben hier vorne ein Seitenstaufach, was ist bis in den Doppelboden hineinragt. Wir haben hier im hinteren Teil das Toilettenfach. Klar, das kennen wir, das ist die C260. Wir können sehen, hier ist die SOG-Toilettenentlüftung mit an Bord. Deswegen haben wir hier den Schlauch für das Absauggebläse mit dabei. Im Vergleich zum Malibu zum Beispiel haben wir beim Karthago hier auch am Toilettenfach eine Klappe aus Sandwich-Material mit einem Alurahmen. Wenn ihr euch das Video vom Malibu anschaut, werdet ihr sehen, da ist zum Beispiel ein kleiner Unterschied. Jetzt gucken wir mal Richtung Heckgarage. Da ist natürlich Karthago typisch sehr, sehr viel Stauraum. Trotz der Kürze mit 6,80 Meter haben wir hier die gleiche Garagengröße wie bei den längeren Grundrissen auch. In diesem Fall haben wir hier das Nadelfilz-Upgrade mit dabei. Also wir haben die Klappen und die Heckwand mit Nadelfilz verkleidet und haben dann die Expander-Gummis hinten an der Heckwand noch zusätzlich integriert. Hier auf der rechten Seite haben wir die Elektrozentrale. Ich nehme dann auch nochmal den Deckel ab, dann kann man nochmal dahinter gucken. Da sitzt also zentral angeordnet das Batterieladegerät, der Ladebooster, Sicherungen, sodass wir da alles direkt an einem Platz haben. Und auch eine Steckdose, 230 Volt haben wir hier hinten mit drin, sodass wir hier hinten in der Garage dann auch unsere E-Bikes zum Beispiel laden können. Wenn wir weiter rumgehen, können wir das wirklich formschöne Heck von unserem C-Tourer sehen. Ist ja im Modelljahr 2021 überarbeitet worden mit der neuen Beplankung hinten. Sprich, wir haben segmentierte Aufsatzteile, Heckleuchtenträger, die Steher und das Mittelteil oben ist segmentiert, sodass wir hier im Falle eines Unfalls etc. auch hier Einzelteile tauschen können. Querbett zeigt uns das Fenster hinten im Heck. Da haben die Einzelbettgrundrisse normalerweise ja mal kein Fenster. Die haben seitlich beim Querbett, um die Liegelänge da nicht zu beeinträchtigen, ist es in dem Fall an der Heckwand. Wir haben den Karthago-typischen Gaskasten natürlich auch hier bei dem kurzen Fahrzeug an Bord. Abgesenkt für 2x11 Kilo mit der Duo Control CS hier mit dabei. So dass ich dann, wenn eine Flasche leer ist, auch drinnen sogar angezeigt bekomme, dass ich mich um Nachschub kümmern muss. Doppelboden, natürlich auch hier wieder von außen zuladbar auf dieser Seite. Das ist die Durchlade, die wir von der anderen Seite gerade schon gesehen haben. Hier kann ich also lange Dinge wie Sonnenschirm, Skier etc. durchschieben. Habe hier im vorderen Bereich noch viel, viel Platz. Habe in der Mitte das große abgesenkte Bodenfach, das zeigen wir gleich noch mal einmal von drin. Und hier direkt vorne habe ich den Batterietrennschalter und die Batteriezentrale. Hier steht dann serienmäßig eine Exide 80 Ampere Gel-Batterie drin. Ja, dann würde ich sagen, sind wir außen im Prinzip schon so weit durch, sodass wir einmal direkt reingehen können. Hier im vorderen Bereich, direkt vor der Einstiegsstufe, können wir sehen, das große Bodenfach, was wir gerade von außen schon mal entdecken konnten. Hier ist also sehr, sehr viel Stauraum für Getränke, Wasserkiste, was auch immer rein soll. Wenn wir die Klappe schließen und ein Stück nach hinten gucken, können wir auch sehen, dass wir hier in der Küche auch noch mal ein kleines Staufach haben, was wir von oben bedienen können. So, jetzt sitzen wir hier in der Sitzgruppe von unserem Karthago C-Tourer T142DB. Karthago typisch, große Sitzgruppe in Form der L-Dinette, wie wir das von den anderen Autos auch kennen. Der Tisch hier 360 Grad. Ich habe hier auf dem Fußboden Pedal, wo ich drauf treten kann und kann dann somit den Tisch verschieben in alle Richtungen. Ich kann ihn verdrehen, sodass ich da auf jeden Fall die passende Position finde, dass jeder vernünftig sitzen kann. Auf der Beifahrerseite haben wir in dem Quick-Up das Fernsehgerät. Schieben wir einmal auf. Das ist ein Alphatronics-Fernseher.
den wir hier bei Bedarf rausziehen können. Und wenn wir nicht brauchen, verschwindet der ganz einfach hinter dem Seitensitz und wir haben hier eine schöne lederähnlich verkleidete Wand. Wenn wir nach vorne schauen, wir haben draußen schon gesehen, Fiat Ducato als Basisfahrzeug. In diesem Fall 160 PS, 9-Gang Wandlerautomatik und wir haben hier auf Kundenwunsch ein CNEC Navigationsgerät verbaut, was ich persönlich immer sehr, sehr schön finde. Riesengroßer Bildschirm, sehr, sehr schöne Ansicht und auch von der Größe halt mal ein bisschen was Entspanntes. Jetzt stehen wir hier in der Küche. Wir haben hier natürlich den Dometic-Kühlschrank der 10er-Serie mit separatem Gefrierfach und in diesem Fall als Version mit Tech-Tower, sprich wir haben oben drüber den Gasbackofen für denjenigen, der sich dann auch mal ein paar Brötchen oder eine Pizza aufpacken möchte. Kühlschranktüren sind in diesem Fall beidseitig angeschlagen, also ich kann die Tür von der einen wie auch von der anderen Seite öffnen. Wenn wir Richtung Küche gucken, haben wir auch hier eine geräumige L-Küche mit vielen Schubladen, also wirklich viel, viel Platz und viel, viel Stauraum. Und natürlich auf der rechten Seite gleich mit der Besteckeinteilung mit dabei. Und wir haben auch auf der linken Seite unten direkt den Mülleimer integriert. Wenn wir jetzt nach oben gucken, haben wir hier oben einen großen Dachhängeschrank im Küchenbereich, der viel, viel Platz hat. Und wir haben hier in der Mitte zwischen Küche und Sitzgruppe nochmal einen Schrank. Der ist jetzt in dem Fall ohne Kaffeemaschine. Wir können hier aber auch auf Wunsch ab Werk eine Nespresso-Kaffeemaschine mitbestellen, die sich dann auf einem Auszug befindet. Der dreiflammige Dometic-Kocher mit dem gusseisernen Rost habt ihr vielleicht schon in dem einen oder anderen Video von uns gesehen. Finde ich persönlich immer sehr schön. Hat auf jeden Fall eine sehr, sehr wertige Anmutung und vor allem steht auch wirklich jeder Topf, egal welcher Größe, perfekt drauf. Das Spülbecken, natürlich Carthago typisch, mit dem Schneidbrett in der Abdeckung integriert. Kann es also andersrum einlegen, habe gleich mal eine Schnibbelfläche, die dann auch nicht wegrutscht. Und will ich das Teil aus der Hand haben, habe ich hier nochmal die Leiste, wo ich das Ganze einhängen kann und habe nochmal eine kleine Borte generiert. Dann würde ich sagen, gucken wir einmal ein Stück weiter nach hinten. Hier haben wir noch ein kleines Gewürzbord und direkt im Anschluss haben wir den großen Kleiderschrank. Das ist vielen Kunden ja mal wichtig, dass wir einen deckenhohen, breiten Kleiderschrank haben. Das haben wir in diesem Fall hier wirklich perfekt gelöst, würde ich sagen. Im unteren Bereich nochmal abgeteilt, wo wir zum Beispiel Handtücher oder sowas unterbringen können. Und wenn wir jetzt noch einen Blick unter das Bett werfen, haben wir auch da nochmal Schrankraum für hängende Garderobe. Das ragt so ein bisschen in die Garage rein. Hat man vielleicht draußen am Außenstauraum schon gesehen, dass man da diesen grauen Vorhang hat. Das ist die Rückseite, die wir da jetzt sehen. Ich kann es hier als Schrank nutzen, kann aber auch sagen, ich nehme den Vorhang weg und habe ganz einfach Zugriff zur Garage und kann dort was durchladen. Wir haben bei diesem Auto auch die, ja, ich sage mal Raumbad-Light-Funktion. Sprich, wir haben hier auf der Seite eine ausziehbare Wand. Die kann ich hier rüberschieben. Und dann habe ich hier hinten die Möglichkeit, mit der Nasszellentür den Raum komplett zu separieren. Jetzt sehen wir hier die Nasszelle. Wir haben hier das seitliche Kompaktbad, was wir aus anderen Carthago-Modellen auch schon kennen. Wir haben hier große Spiegelfläche, einen richtig schönen großen und geräumigen Waschtisch mit viel Stauraum unten drunter und Ablagemöglichkeiten, sowie auch einem Spiegelschrank nochmal auf der linken Seite. Und wir haben hier natürlich auch die Möglichkeit, wirklich eine vernünftige Dusche uns zu zaubern, indem wir ganz einfach die Rundelemente rüberklappen bzw. rumschwenken. Das zeige ich nochmal einmal eben. Einmal rüber. Und das Ganze schiebt man rum. Das geht von innen natürlich etwas einfacher. Und so haben wir dann innerhalb weniger Sekunden einen komplett separierten Duschraum geschaffen. So, jetzt sind wir hier hinten im Schlafzimmer angekommen. Wie gesagt, Heckquerbett, deswegen auch die Kürze des Fahrzeuges. Wir haben hier Stauraum hinten oben rundherum, also Dachstaukästen. In den Ecken nochmal diese Ablagemöglichkeiten, was auch optisch, finde ich persönlich, immer ganz schön aussieht. Jetzt sehen wir nochmal das Bettenmaß, das ist ja auch immer wichtig. Wir haben hier am Kopfende eine Blende, die müssen wir natürlich als Anhaltspunkt nehmen und messen dann einmal rüber zur anderen Wand. Da haben wir ein Maß von 2,13 Meter, also auch für wirklich langgewachsene Menschen passend. Und wenn wir dann nochmal die Breite messen, haben wir da eine Breite von 1,46 Meter am Kopfende und am Fußende verjüngt sich das Bett etwas.
Da sind wir bei 1,36 Meter. Also wirklich ausgewachsenes Bett für zwei Personen, sicherlich absolut gemütlich und kuschelig. Auch die Matratzenqualität bei Carthago typisch natürlich auf höchstem Niveau. Wir haben eine 7-Zonen-Kaltschaummatratze, wo man wirklich sehr, sehr gut drauf gebettet liegt. Sitzen wir wieder in der Sitzgruppe von unserem C-Tourer T142DB. In diesem Fall sitzen wir hier auf dem Polsterstoff Cambridge. Heller Stoff mit diesem petrolfarbenen Akzentstoff. Passt persönlich, finde ich, perfekt zu der Möbelfarbe, die hier in dem Fall ausgesucht wurde, was hier die Stilwelt Casablanca ist. Finde ich, hat eine edle und moderne Anmutung. Maße und Gewichte ist natürlich immer noch ein Thema. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 6,80 Meter, eine Breite von 2,27 Meter und wir haben hier bei dem Auto Masse im fahrbereiten Zustand, sprich so wie er hier jetzt ausgestattet steht, ein Gewicht von 3092 Kilogramm, also etwas über 400 Kilo Zuladung als 3,5-Tonnen Version. Aber natürlich gibt es ja auch die Möglichkeit der Auflastung oder natürlich auch das Auto gleich dann mit dem großen Chassis als 4,25 bzw. 4,5-Tonner zu bestellen. Preis ist natürlich auch am Ende interessant. Die genaue Ausstattung von dem Fahrzeug schreiben wir euch nochmal unten in die Videobeschreibung, dass ihr genau seht, was steckt hier en Detail wirklich alles drin. Hier ist so einiges als Option mitbestellt worden. Gesamtpreis kann ich sagen, so wie er hier jetzt ausgestattet steht, liegt bei 95.900 Euro etwa. Wenn euch das Fahrzeug gefallen hat, schreibt es gerne unten in die Kommentare, würden wir uns freuen. Ebenfalls würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben anklickt und wenn ihr die künftigen Videos nicht verpassen wollt, dann natürlich auch die Glocke aktivieren und den Kanal damit abonnieren, sodass ihr dann immer informiert werdet, sobald ein neues Video online ist. Wenn euch der Vergleich mal interessiert, Carthago gegen Malibu, am Anfang habe ich schon gesagt, wir verlinken euch das Video nochmal, dass ihr nochmal den Vergleich euch ansehen könnt, wo ist so der Unterschied vom Design und dann ganz einfach vielleicht auch nochmal kommentieren, was gefällt euch persönlich besser. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Video.